Camping und Motorsport, das passt doch perfekt zusammen. Aber nicht nur bei den Fans, da gibt es Grillwürstchen und gute Laune. Auch in der DTM, da haben sich einige Camper eingeschlichen. Und wie das bei denen so abläuft, schauen wir uns jetzt mal an. So, hier habe ich drei Camper gefunden. Jamie, Timo, Uli. Vielen Dank für eure Einladung. Ja, sehr gerne. Wie du siehst, haben wir uns schwer gekümmert fürs Essen. Ja, es sieht zumindest so aus, als ob alles bereit ist. Die wichtigste Frage vorweg, wer macht den Grillmeister? Der Chef, der außen sitzt? Timo, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Fuck, this was awesome! Sieht fucking cool aus hier. Aber wieso kein Hotelzimmer? Weil ich mir den Weg gerne erspare vom Hotel zur Rennstrecke. Ich glaube, ich habe in meiner Laufbahn schon zu viele Nächte in Hotels verbracht. Jamie, du hast auf jeden Fall, was die Größe angeht, gerockt. Das sieht auf jeden Fall mehr als nach einem Glamping-Mobil aus, als einem Camping-Mobil, oder? Ja, das ist, ich habe das von 2012 und das ist groß genug für meine Familie hier zu sein mit mir. Uli, ich habe gehört, du fährst auch gerne mal deinen Wagen selber hin. Bist du so der klassische Camper? Ich mache es auch privat gern, definitiv. Ich finde es einfach eine super schöne Urlaubsform, wo du einfach, gerade mit den Kids, ist super. Du machst morgens die Wohnmobiltür auf und die springen raus, finden irgendwelche Freunde. Und du kannst wirklich Urlaub machen dann auch. Und teilweise auch die Anfahrt zur Rennstrecke fahre ich manchmal auch selber. Ist irgendwie entspannend, ist entschleunigend, hat viel Zeit zum Telefonieren und zum Nachdenken. Ist eigentlich ganz okay. Bevor wir uns jetzt aber verquatschen, also der Grillmeister sollte zumindest seinen Job nicht vernachlässigen. Seid ihr alle so tatsächlich der klassische Grillmaster? Also beim Grillen bin ich, glaube ich, nervöser wie ja vom Rennstart. Also du kannst beim Grillen nur verlieren, indem halt das Fleisch nicht so wird, wie es sein soll. Ja, siehst du, Jamie macht ja schon das Bier auf. Da oh, ja gut. Also ich habe jetzt gerade gelesen vor der Saison, dass der DMSB jetzt auch Alkoholkontrollen macht. Das wusste ich gar nicht. Ich habe immer nur gedacht, es geht um Dopingkontrollen. Yes. Habt ihr denn an so einem Rennwochenende oft Familie, Freunde hier oder seid ihr da eher abgeschottet und dann irgendwie auch ganz froh, wenn ihr in eurem Wohnmobil alleine seid? Ja, von meiner Seite jetzt mit drei Kindern ist hart. Aber wenn du hast ein schlechtes Wochenende, ich denke, das ist besser, wenn ich habe meine Familie hier. Das ist ein bisschen besser für meinen Mood und meinen Kopf. Uli, bei dir ist es die ganze Mercedes-Familie, die wird uns am Ende der Saison verlassen. Man merkt schon so ein bisschen, dass auch Wehmut in der Luft ist. Wie ist das für euch? Ja, ich denke, das ist schon genau, wie du sagst, es ist Wehmut. Ja. Es ist eine Trauer, aber es ist Wehmut, weil du einfach weißt, dass du die ein oder andere Situation in der Konstellation das letzte Mal zusammen erlebst. Ja. Uli, Würstchen? Es wird immer brenzliger, würde ich mal sagen. Uli, bist du ein guter Koch? Ich glaube, Grill kann ich ganz gut, aber den Rest lass mal lieber. Ich glaube, keine gute Idee. Aber ich glaube, es ist soweit. Es ist soweit! Also hier teilt man sogar die Würste. Das spricht doch fast für Freundschaft, oder? Das ist ja das Schöne in der DTM. Also irgendwie sind wir gefühlt alle befreundet. Also ich kenne es aus der Formel 1 ein bisschen anders. Hier ist das Gefühl irgendwie in der DTM immer ein bisschen anders, offener und ja, gefühlt mehr Freundschaften. Man tauscht sich mehr aus und das ist das Schöne hier, familiärer. Ja. Kann Uli was? Am Grill auch? Uli, also fürs restliche Jahr bist du engagiert. Ja? Okay, machen wir jedes Mal. Wir haben jetzt den perfekten Job für dich gefunden. Der typische Freitagabend an der Saison. Genau, du kannst auch nächstes Jahr noch vorbeikommen zum Grillen. Ja. Dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Und dann gleich Licht aus, Grill aus und ab in die Camper.